Willkommen bei Checkpoint. Heute ist alles anders. Komm. Denn wir haben einen sehr bekannten Gast, Herr Anwalt. Ich kann nicht hochgucken. Guten Morgen. Oh Leute, jetzt bin ich mal pünktlich und keiner ist hier? Ich bin da. Überraschung! Du wunderst dich, hä? Macht denn der hier? Was macht denn der? Du bist zu früh, mein Lieber. Ja. Hat einen Grund. Du bist zu früh. Weißt du warum? Weil heute übernimmt jemand anders dein Part. Und zwar dein Part übernimmt heute die liebe Jazz. Gemacht. Du bist um Haaresbreite bist du an der Kante hier. Schön, dich zu sehen. Überraschung. Boah, welch eine Ehre, ja, Wahnsinn. Ja, ich gehe heute, ich habe heute Feierabend oder was. Ich gehe dann mal. Tschüss. Nee, ich was mach ich? Gar nicht. Nicht drücken, Tommy. Sein, mein Freund. Ich kann sagen, der will sich drücken. Ja, nächstes. Wahnsinn. Ich komme zu euch. Na, herzlich willkommen erstmal bei Checkpoint D Battle Challenge. Heute heißt es Tommy versus Promi. Mein Freund, du bist heute auf der anderen Seite. Du musst heute mal zeigen, was du so drauf hast. Ich bin das erste Mal hier heute bei euch. Und wenn ihr das riechen könntet, ja? Es riecht hier nach Benzin. Es riecht Benzin, hier richtig Checkpoint. Nach Action. Und das erwartet euch heute auch. Du wirst in deiner ersten Competition einen Gegner haben. Gegner oder Gegnerin? Einen Gegner. Und ich sag mal so, ich kann dir schon verraten, es geht um Regeln und um Gesetze. Und er kennt sich damit bestens aus. Darf der Lehrer mich schlecht bewerten, weil er mich nicht mag? Lehrer blamiert, Note 6 kassiert, Herr Anwalt reagiert. Und das ist Herr Anwalt, einer der erfolgreichsten TikToker Deutschlands. Mit seinem Format 1 Minute Jura klärt er seine Community über verschiedenste Gesetze und Regeln auf. Und schlüpft dabei auch in unterschiedliche Rollen. Das können Sie doch nicht machen, mich hier vor allem bloßstellen. Oh doch, das stört nämlich den Unterricht. Hier, fang. Was soll das? Seite 26. Sein Ziel? Aufklärung. Darf schon seit vielen Jahren mit deinem Taschengeld Sachen kaufen und dein Taschengeld sollte laut Empfehlung zwischen 16 und 18 Euro betragen. Und Gerechtigkeit für alle. Herr Anwalt, Sie sind festgenommen wegen hundertfachen Hausfriedensbruch und der Anmaßung von Herstellung von Gerechtigkeit. Heißt das, die drohen mir? Ja. Und hier ist er. Wow. Ach komm, den kenne ich, den kenne ich. Hi, hallo, hi. Grüß dich, hallo. Grüß dich, ich bin Tommy, hallo, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Komm gerne ran. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Nee, ich kenne ihn aus dem Internet. So nämlich. Der Anwalt. Der Anwalt, genau. Willkommen für dich auch bei Checkpoint. Heute heißt es ja Tommy gegen Herr Anwalt. Und es geht darum, wer von euch besser Regeln brechen kann. Eieiei. Das könnte eine Herausforderung werden für dich, oder? Nee, geht eigentlich. Unterschätze mich da mal nicht. Was gibt's denn so in deiner Jugend zu erzählen? Also tatsächlich denken auch viele nicht. War ich in der Schule auch ziemlich frech, muss ich sagen. Und auch außerhalb der Schule so ein bisschen Blödsinn gemacht. Was ist Blödsinn? Ich bin neugierig. Zum Beispiel den einen oder anderen Gartenzwerg mal mitgehen lassen. Ach, komm, echt? Bin ich jetzt auch nicht stolz im Nachhinein drauf, aber ja. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich mich erinnern kann, wo ich wirklich mal erwischt worden bin. Da habe ich mit einem Kumpel das witzig gefunden, mit rohen Eiern so einen Hausergang von einer alten Dame zu beschmeißen. Oh. Und zwar auch nicht zu knapp. Oh, wie alt warst du da? Boah, da war ich jung. 6, 7, 8. Ah, okay. Ja, weil dann warst du ja nicht strafmündig zu der Zeit. Ab wann ist man denn strafmündig? Genau, man ist erst ab 14 Jahren strafmündig. Jugendstrafrecht gilt bei euch nicht mehr. Dafür seid ihr tatsächlich schon ein bisschen zu alt. Leider. Wobei, da könnte ich eventuell nachhelfen, und zwar mit unserem ersten Spiel. Eure Aufgabe im ersten Spiel wird sein, euch gegenseitig jünger zu schminken. Wie finden wir das raus? Es gibt eine ziemlich coole App, die das Alter schätzen kann. Das heißt, nach eurem Schminkvorgang werden wir Fotos von euch machen. Ein Polizeishooting. Weil wir bei euch beiden nicht so wissen, was dabei passiert, hat Cem Unterstützung bekommen. Und zwar von Jeppe. Moin, Jeppe. Jeppe ist am Start. Moin, moin, ja. Und diese Materialien können die beiden verwenden. Wir starten mit Herrn Anwalts Altersmessung. Nur knapp daneben, mit einem Jahr jünger.
Tommy Schill, ne? Einmal bitte gerade an die Wand. Nun ist Tommy an der Reihe. Ah, ich tippe auf älter als Herr Anwalt. Oh, 7 Jahre zu alt. 49? Hat mir diese App gerade gesagt, ich sehe aus wie 49? Ja. Ja, Tommy. Ich hol das Beste aus dir raus. Ich wollte gerade sagen, ne? 36 und 49 Jahre sind die Ausgangswerte für das Spiel. Es geht los in 3, 2, 1, go! Ich hab den. Das ist gut. Also, Tommy, gib Gas! Ja, entschuldige, Tommy, du hast noch 5 Minuten. Kurz mal sortiert. Also jetzt bitte mal eben, entschuldige. Ach, der tut die Falten ab, Tim. Ja, genau, der macht den Facelift. Yeah. Also das Klebeband habe ich tatsächlich benutzt, weil ich die Falten wegkriegen wollte. Und die Falten hat man ja im Alter am ehesten um die Augen so rum. Einen gewissen Teint sollte man auf jeden Fall haben. Warte mal. Das riecht so schön nach Kakao. Aber wenn wir im Urlaub waren, sehen wir am besten aus, hat man einen gewissen Teint und dann sieht man frischer aus. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine gewisse Grundbräune kann nicht schaden. Haare, lange Haare, das ist mal, jetzt warte mal, entschuldige, das ist so. Haare, ganz wichtig, ich glaube, je mehr Haare, desto besser. Aber nicht in weiß, nicht in weiß, nicht in weiß. Natürlich nicht grau, ich wollte sie dann irgendwie braun hinkriegen. Ich färbe jetzt die Haare, damit... Alter. Was? Alter. Was? Entschuldigung. Don't do it. Oh. Wenn vielleicht die Wangen ein bisschen nach oben gezogen werden. Das machen die Schönheits-Docs doch auch, oder? Die sehen dann zu, dass alles irgendwie nach oben geht. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Sehr gut. Und stopp. Also jetzt bin ich gespannt. Oh. Oh. Krass. Aber Herr Anwalt, Rache ist süß, denn jetzt schminkt Herr Anwalt den Tommy. Go. Viel Spaß, let's go, let's go. Okay, das ist schon mal gut. Da können wir dich nämlich ein bisschen modellieren mit. Ich dachte mir, ja, so ein paar kleine Falten hat er ja, so wie wir alle irgendwann im Alter. Und dann dachte ich, die zauberst du mal weg, indem ich einfach so ein bisschen Kleister benutze. Herr Anwalt, tun Sie ruhig reichlich Kleister rein. Guck mal. Schön viel machen, schön ist viel. Ist das der, richtig schön verunstalten. So. Kleister. Ist das der Tapezierkleister? Ich wollte dich eigentlich ein bisschen heller schminken. Die vornehme weiße Blässe? Ja. War das mein Fehler? Okay. Guck mal, ich habe vor allem unsere Augenringe. So. Oh. Ich dachte mir, jetzt zaubern wir ihm ein bisschen Leben wieder ins Gesicht. Und hab ihm die Wangen so ein bisschen verrötet, die Lippen so ein bisschen rot gemacht, ne, dass man einfach ein bisschen vitaler wirkt. Ein bisschen voller. So, einmal die Augen schließen bitte. So schöne grüne Augen, die wollen wir doch jetzt noch mal ein bisschen betonen. Das sieht schon sehr gut aus. Ja, also wirklich. Oh, ja. Ja, ja. Tommy. Ja, ja. Ah. Dann sieht das so ein bisschen jünger und verwegener aus. So wie so ein junger Johnny Depp. Das ist doch top. Oh. Oh. 10 Sekunden. Also ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Werk. Was sagt ihr? Tommy, das ist sexy. Liebe Polizisten, ihr dürft wieder ran. Du siehst ganz anders aus, Tommy. Was? Was soll denn hoch? Oh, das ist spannend. Ich will mal sagen, ne, da unter steht, du bist einfach wunderbar. Also wisst ihr, was ich finde? Ich finde diesen Rollentausch scheiße. Ich will wieder in meine alte Position zurück, Mann. Der eine hat einen Altersunterschied von 4 Jahren hinbekommen. Positiv, im positiven Sinne. Und der andere von 20 Jahren. Oh. Tommy, mhm. Du hast 20 Jahre geschafft. Ja! Du 4 Jahre. Aber... Ihr habt euch gegenseitig älter geschminkt. Tommy wurde von Herrn Anwalt 4 Jahre älter geschminkt. Herr Anwalt von Tommy 20. Keiner hat bestanden. Das heißt, ihr habt leider beide verloren, Jungs. Also steht es 0-0. Ihr zwei dürft euch wieder ein bisschen sauer machen und wir machen weiter mit dem zweiten Spiel. Manometer. Wir testen jetzt eure kriminellen Fähigkeiten, wie man schon erahnen könnte. Herzlich willkommen in unserem Checkpoint-Knast. Aus dem die beiden gleich ausbrechen müssen. Ist es eigentlich, wenn man Gefangener ist, Herr Anwalt, und dann versucht, aus dem Knast auszubrechen, ja. Ist das dann auch noch strafbar? Aber man wurde ja schon bestraft. Verrückterweise dürfte man, also man darf es nicht, aber es macht sich nicht strafbar, wenn man aus dem Gefängnis ausbricht. Was? Das Problem ist nur, es ist kaum denkbar, dass man dabei nicht weitere Straftaten begeht, wie beispielsweise einen Wärter niederschlagen oder die Gitterstäbe durchsägen. Das wäre dann eine Körperverletzung oder eine Sachbeschädigung. Das reine Ausbrechen ist nicht strafbar. Nicht dein Ernst? Doch, das Bundesverfassungsgericht sagt, der Mensch hat einen natürlichen Freiheitsdrang
Und deshalb ist es nicht strafbar. Spannend, aber sehr spannend. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Ausbruchsgeschichten ihr heute schreibt. Wir starten mit unserem zweiten Spiel. Zuerst müssen sich Tommy und Herr Anwalt von Fesseln befreien. Dabei helfen zwei Ausbruchshelfer mit kleinen Werkzeugen. Dann müssen sie mit Hilfe einer Geschichte dieses Zahlenschloss knacken. Und anschließend ihr Sträflingsoutfit wechseln, ohne vom Balken zu fallen. Wer von euch beiden das schneller geschafft hat alles, gewinnt das Spiel und somit einen wichtigen ersten Punkt. So eine Scheiße. Oh. Habt ihr Fragen? Nee, schon ein paar Mal gemacht. Ja, ne? Ich bin sehr gespannt, was für Tricks du so auf Lager hast. Das wird super. Bist du bereit, Herr Anwalt? Ich bin bereit. Dann starten wir in 3, 2, 1, go! Okay, das geht schon mal nicht. Herr Anwalt sucht nach Hilfsmitteln, sogar im Klo. Da ist schon mal nichts drin. Jetzt konzentrier dich. Denk nach, denk nach. Oh, was kommt denn da? Da hilft mir einer. Ah, Vorsicht! Oh, ja, erst das gleich. Geht's, brauchst du? Ja, Nummer eins habe ich. Nummer zwei habe ich. Okay. Ich glaube, ohne diese Schnürchen wäre ich jetzt immer noch da drin. Tu dir nicht weh, bitte. Tommy entscheidet sich für die radikale Methode und bemerkt die Hilfsmittel gar nicht. Und immer auf Umgebungsgeräusche hören. Kriegen wir das hier irgendwie aufgeklitzt damit? Du hast ja gerade... Jawohl. Zack. 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 Hey. So, ich bin schon mal frei. Geht ans Schloss und wir brauchen den Text, bitte. Herr Müller lebt in einer prachtvollen Kleinstadt. Neben seinem Beruf als Polizeihauptkommissar verbringt er jede freie Sekunde mit seinem Hobby. Zweifelsfrei ist er mit Abstand der beste Klavierspieler der Stadt. Also. Das bringt mir alles gar nichts. Herr Müller lebt in einer prachtvollen Kleinstadt. Neben seinem Beruf als Polizeihauptkommissar verbringt er jede freie Sekunde mit seinem Hobby. Zweifelsfrei ist er mit Abstand der beste Klavierspieler der Stadt. Ich habe nur eine 2 gehört. Man musste dann erst mal verstehen, hey, was wollt ihr jetzt überhaupt von mir? Und dann habe ich kurz nachgedacht und dann dachte ich, ja, okay, das könnte ja eine Zahl bedeuten, die innerhalb eines Wortes versteckt war. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Nochmal? Herr Müller lebt in einer prachtvollen Kleinstadt. Warte, stopp. Pracht, 8, Pracht, warte mal. Als Polizei. Ah, Pracht, Pracht ist eine 8. Verbringt er jede freie Sekunde mit seinem Hobby. Herr Müller lebt in einer prachtvollen Kleinstadt. Ist ein 1 drin? Okay. Prachtvollen Kleinstadt. Ein. Neben seinem Beruf. Okay. Ja, weiter. Verbringt er jede freie Sekunde mit seinem Hobby. Zweifelsfrei. Ist er mit Abstand der beste Klavierspieler. Der beste Klavierspieler der Stadt. 8, 1, 2. Okay, sehr gut. Und rausfallen. Nach 4,5 Minuten hat Tommy das Schloss geknackt. Jetzt balancieren und dir was zum Umziehen aussuchen. Boah, ich hab ganz. Tommy, du bist voll die weichen Knie. Yes. Okay, sehr gut. Herr Anwalt ist Tommy dicht auf den Fersen. Super gemacht. Jetzt die Sträflingskleidung loswerden. Alter, bin ich nervös hier. Konzentrier dich. Ja, ich bin ja dabei. So, hier, gib mal her. Töschen. Boah, Alter, ich muss erst nicht am Seil festhalten und auf dem Balken umziehen. Sehr gut. Was? Macht der Takt. Ja. Ne? Nicht schlecht, oder, Jungs? Sehr gut. Die Zeit läuft. Komm, Tommy. Man darf nichts mehr sehen, ne? Komm. Aber und stopp. Jawohl. Sehr gut. Schnell. Runterkommen. Stopp. Jawohl. Alright. Sehr gut. Die Uhr lügt nicht. Ich habe die Zeiten. Einer von euch hat 5 Minuten 51 gebraucht und der andere 6 Minuten 44.
Und wir können einen ersten Punkt vergeben. Der erste Punkt und der Gewinner dieses Spiels ist Tommy! Du warst schneller! Das wundert mich jetzt tatsächlich. Dankeschön. Und damit geht Tommy in Führung. Ja. 1:0 für Tommy. Aber du kannst jetzt noch ausgleichen. Wir kommen zu Spiel Nummer 3. Seid ihr eigentlich von euren Eltern schon mal bestraft worden für was, was ihr angestellt habt? Oh ja. Ich bin mal mit 13, 14 im Urlaub auf dem Moped unterwegs gewesen. Ohne Führerschein, in Badehose. Und dann hat mein Vater mich dabei zufälligerweise im Restaurant erwischt. Er hat dann Kaffee getrunken. Und dann kam ich nach Hause und da waren sie wirklich richtig sauer. Und dann, was war die Strafe? Die Strafe war Hausarrest tatsächlich. Und jetzt komme ich mal mit der Frage an den Herrn Anwalt. Dein Spezialgebiet ist ja Familienrecht, ne? Ist Hausarrest denn eigentlich erlaubt? Also es ist erlaubt in gewissem Rahmen. Wenn man jetzt natürlich jemandem sagt, du darfst jetzt 2 Monate nicht raus, das auf keinen Fall, das wäre viel zu viel. Okay. Aber wenn man mal Blödsinn gemacht hat, können die Eltern durchaus mal sagen, ja, jetzt bleibst du heute Abend mal zu Hause, junge Dame oder junger Herr. Mhm. Ihr zwei, ihr wart auch nicht brav, ihr habt eine ordentliche Strafe bekommen und damit sind wir schon bei Spiel Nummer 3. Und dabei brauchen sie diese Gegenstände. Heutzutage ist wirklich eine der schlimmsten Strafen überhaupt, wenn das WLAN zu Hause abgeschaltet wird. Und genau das ist euch beiden jetzt passiert. Ihr habt mal wieder was angestellt, aber ihr seid ja relativ gut im Regeln brechen, habe ich heute schon gemerkt. Von daher überlegt ihr euch was, wie ihr das WLAN wieder einschalten könnt. Es gibt nur ein kleines Problem. Der WLAN-Router, der ist da oben. In rund 7 Metern Höhe. 3, 2, 1, go! Okay, Männer, kommt her mit dem Spind. Beide spielen natürlich getrennt voneinander. Ah, sehr schlau, Tommy. Cem und Jeppe dürfen den beiden beim Aufbau helfen, aber keine Tipps geben. Und darauf würde ich gerne diese Platte. Die hier? Genau, die Platte. Was ist dein Plan genau? Der Plan ist jetzt erstmal für ein anständiges anständiges Fundament zu sorgen. Ja, hier so, so. Jetzt da drauf. Und warum 2 Reihen? Wirst du gleich sehen. Ich hatte wirklich Bock drauf. Ich hatte richtig Bock drauf und wusste auch, ich krieg das hin. So. Du bist schon mal oben, sehr gut. Dann würde ich hier, ach du Scheiße, wenn ich an einer Klippe stehe oder so, bin ich jetzt nicht der Typ, der sich da noch so drüber lehnt und drüber guckt, sondern ich habe da schon Respekt vor. Ich glaube aber, das ist auch ganz gesund. Was ist dein Plan, Tommy? Mein Plan ist erstmal jetzt ein Fundament zu bauen. Ja. Das heißt, ich möchte gerne auf einer Höhe gleich jetzt ungefähr sein, um dann die große Spanplatte da drauf zu legen. Ja. Und dann möchte ich mich über diese Tonne hier da hoch bewegen. Und dann machen wir weiter mit dem Styropor, mit den leichten Dingen. Verstehst du? Der Junge hat einen Plan. Boah, ich glaube, ich schaffe das psychologisch nicht mehr. Hä? Herr Anwalt ist nach 2,5 Minuten schon eine Etage höher als Tommy. Jetzt hätte ich gerne, das ist zu. Was ich herbekomme, geben den wir an. Warte. Sehr gut. Jetzt hätte ich gerne die erste große Tonne. So, jetzt bitte die zweite. Ah, das ist das schlimmste Geräusch. Jetzt bitte die dritte. Schafft es Tommy jetzt Zeit aufzuholen? Oh. Ah, Styropor. Da kriegen wir direkt Hände. Ja, super, sehr gut. Gut gemacht. Sehr gut. Jetzt hätte ich gerne einen Stock. Vielleicht reicht das schon. Ein Stock. Was für ein Stock? Was für ein Stock? Ja, sowas. Das hier? Ja. Meinst du, es reicht schon von der Höhe? Ich glaube nicht ganz, oder? Tommy. Tommy, pass auf. Gut. Wow, sehr cool. Sehr gut. Boah. Das wackelt so. Sehr gut. Das wackelt so krass. Egal, lass dich davon nicht beeinflussen. Kommt dir schlimmer vor, ich kann, als es ist. Nee, ich kann, krieg das nicht hin. Doch, das wackelt du schaffst so das. Es könnte reichen. Du bist eben sicher. Die Idee mit dem Brett ist mir schon vorher gekommen. Also ich dachte schon, den letzten Meter würde ich gerne überwinden wollen, indem ich einfach die Arme hochrecke und irgendwie meinen Körper dadurch verlängere, anstatt dass ich den Turm unter mir vergrößere. Ich wusste aber nicht, ob es ausreichen würde. Hast du eigentlich Höhenangst? Ja. Ja, das reicht noch ein halber Meter. Wie viel fehlt da? Halber Meter. Ein bisschen mehr tendenziell. So, jetzt wird's wirklich, jetzt wird's ein Glücksspiel. Entweder das passt oder das passt nicht. Oh, es wackelt sehr doll, Tobi, pass auf. Bisschen mehr. Weiter. Bisschen nach. Ja, komm, ein bisschen rüber. Da hinten. Ich kann nicht hochgucken, sorry. Ich glaube, wenn man waagerecht guckt, dann
kann man sich selber die Illusion bauen, naja, es ist ja alles in Ordnung. Irgendwie stehe ich hier und gucke gegen eine Wand. Das tue ich, wenn ich auf dem Brunnen stehe, auch. Das schaffst du, Tommy. Komm, Tommy. Boah, krass. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mega. Immer schön ruhig. So, pass auf. Jetzt brauche ich von dir die Kiste. Kiste? Die Kiste. Pass. Sehr gut, Anwalt. Sehr, sehr gut. Du musst natürlich sehen, wo du hin willst. Ich kann nicht gucken. Kannst du dich drehen? Ich kann nicht gucken. Wow, 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 wow. Komm, Tommy. Das schaffst du, Tommy. Komm, Tommy. Sehr gut, Tommy. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Du bist fast schon da, Tommy. Du bist super in der Zeit, ohne Quatsch. Ja, aber ich schaff's psychologisch nicht, ist das Problem. Du bist gesichert. Du musst nur gucken, wo du hinschlägst. Genau, jawohl. Du bist dran. Jawohl. Und? Ja. Jawohl. Yes! Jawohl. Komm, 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 drück ihn. Ja! 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 Respekt, stark. Sehr voll überwunden, mega. Sehr gut, Tommy. Sehr gut. Jawohl. Mir nicht vorstellen, dass er die Geschwindigkeit, dass er da mithalten kann. Dafür war es echt zu gut, muss ich sagen. Ihr hattet sogar eine ähnliche Idee am Schluss, und zwar, dass ihr gerne euren Arm verlängern möchtet. Mhm. Tommy hat sich dabei dieses schöne Teil geschnappt und der Herr Anwalt kam auf die Idee, sich dieses Brett zu schnappen. Allerdings hattest du ganz schön mit Höhenangst zu tun. Das stimmt, ja. Es gibt die Zeit von 4 Minuten 30 und die Zeit von 7 Minuten 06. Und Gewinner und somit schneller am WLAN-Router war Herr Anwalt! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Voll überwunden! Dankeschön. Ja. Und damit steht es am Ende 1:1 unentschieden. Vielen Dank, Herr Anwalt. Vielen Dank auch Cem und Jeppe nochmal für eure mega Unterstützung. Vielen, vielen Dank, vor allen Dingen für den psychologischen Support. Sehr, sehr gerne. Und Tommy, ich kann dir sagen, deine nächste Gegnerin, die hat auch richtig Bock, dich fertig zu machen. Oha. Das gibt's bei der nächsten Folge von Checkpoint, die Battle Challenge. Vielen, vielen Dank, das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also der Herr Anwalt weiß ja schon, wer es ist. Ja, und ich hol sie jetzt mal. Ach, der weiß noch es nicht. Und ich weiß es nicht. Aber es ist nicht die diesmal. Aha, so, so. Ach, hi, Jul. Ach, da bist du. Entschuldigung. Ja, ich hab dich gerade kurz verwechselt. Hallo. Ja. Na? Ja, war aufregend auf jeden Fall. Ja? Hm? Ich will Tipps. Wie kann ich ihn schlagen? Eigentlich darf ich das ja nicht verraten, aber ich muss dir zu Tommy sagen, er ist ein ziemlicher Sturkopf. Er geht immer gerne mit dem Kopf durch die Wand. Er ist nicht so kreativ, also da könnte es ihn auf jeden Fall überholen. Okay. Aber er ist sehr willensstark. Er will auf jeden Fall gewinnen. Dann danke für die Tipps. Ich setze einfach mal irgendwie auf Kreativität und drück mir die Daumen. Ganz sicher. Ganz sicher mache ich das nicht. Und wenn ihr sehen wollt, wie Julia sich gegen Tommy geschlagen hat, dann schaut euch unbedingt das nächste Battle an.